Kannst du vielleicht. Junge. Junge. Ja, was geht? Hi Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Habe ich überhaupt schon gesagt, was geht? Was geht? Hi. Was na? Geht? Ich bin nicht was alleine, geht? Sondern ich habe hier zwei wunderbare Menschen bei mir. Und zwar den lieben Rezo und den Hallo. Tim, der auch im Hintergrund ist. Hallo Tim. Ja. Ich hab's gerochen. Ja, du wusstest es, ne? Ja, ist schon ist guter Witz, so Running Gag-mäßig. Nein, natürlich T und Rezo mit am Start, Leute. Und da wir gerade für Rezo auch ein Video gedreht haben, welches dann auf seinem Kanal auch online kommen wird, wo es darum ging, verschiedenste Lebensmittel in schneller Zeit zu essen, dachte ich mir im Nachgang, jetzt wo es uns eh schon geht, können wir uns auf jeden Fall ein paar lustige Sachen anschauen, um gemeinsam wieder den Tag ein wenig fröhlicher zu gestalten. Wo wir kurz davor sind zu kotzen. Ja gut, ich weiß nicht, ob das Video besser macht. Welcome! Wir schauen uns heute Deutschrap-Memes an, Leute. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Rezo hat ja auch mal gerappt und du, T, glaube ich auch, irgendwie eine Zeit lang. Einfach, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich bin ja persönlich auch extrem guter Rapper. Hier nochmal kurzer Einschnitt. Sowieso der Beste im Flow bin. Ja, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut auf jeden Fall darin. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach jetzt, weil wir alle drei etablierte Deutschrapper sind. Gerade Rezo und ich. Ja. Let's go. Fangen wir an. Bitteschön. Memes für Rap. Das ist ein sehr inspiriertes Intro. Dein Schweigen deutlich als Antwort. Ja. Ich weiß ja, worauf du hinaus. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Dieses konzentrierte Weggucken so. Auch keine Videos über. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, sorry, aber ich sag jetzt einfach ehrlich, ich mache jetzt auch keine Videos über meine Brüste oder so, weil ich keine Mädchen dazu animieren möchte. Oh, Junge. Ja, also ist schon sehr weit hergeholt, oder? Also ist jetzt, also das ist sehr, sehr kontextbefreit. Sie sich so zeigt, sie kann sich ja so zeigen, ist ja ihr Ding so. Nein, darf sie nicht, eine Frau darf nicht ihren Körper zeigen, wie sie will. Es ist Deutschland. Wir dürfen ihren Körper nur zeigen, wie ich das will. Genau, und so wie ich das will. Es ist schon ein Widerspruch. Ja, ich bin reich! Und 1-2 Millionen Streams sind für mich kein Hype. Normale Art und Weise ist nicht, Polizisten zu beleidigen. Ich hab nichts gegen die Berliner Polizei, ich respektiere die Berliner Polizei. Ich respektiere die Berliner Polizei. Jetzt kommt du Schwanz. Heimlicher Schwanz. Du hast 100 Kollegen und du Schwanz. Du kleiner Lappen bist überhaupt nicht zuständig. Du bist überhaupt nicht. So ein Polizist steht vor dir und du sagst einfach, du bist nicht für mich zuständig. Fühle ich. Sehr, sehr stark. Ja, ja, doch. Können Sie bitte einen Kollegen holen, weil der ist für mich zuständig. Ich habe meinen eigenen Polizisten hier im Präsidium. Sie sind nicht für mich zuständig. Ja, und das sind doch alles nur Fans, hat er gesagt, oder? Natürlich sind das Fans, klar. Du Fanboy und du Schwanz. Junge. Warum hat die Giraffe so einen langen Hals? Na, weil der Kopf so weit oben ist. Ja, nee, also man soll immer sagen, Hip-Hop wäre kein bildendes Medium, das ist nicht richtig. Ja. Man kann schon einiges mitnehmen. Ja. Definitiv. Nein, nein. Okay, du hast was raus. Nein, nein. Frag nicht, gibt also, es was? Eventuell. Nein, nein, gibt's nicht. Digga, wenn du es so klar machst, Digga. Nein, hab ich nicht. Habt ihr früher oft die Hausaufgaben nicht gehabt? Natürlich. Mhm. Sonst wäre ich ja jetzt kein YouTuber. Ich hab's sehr selten gemacht. Ja, aber ja. Du hast zumindest einen Bildungsabschluss. Du hast einen Master studiert, Alter. Ja, aber ohne Hausaufgaben. Ja, okay, ja, gut. Doch in der Uni war ich dann fleißig, aber in der Schule habe ich echt meistens nicht die Hausaufgaben gemacht. Ich habe immer aufgepasst. Ich habe immer gute Noten geschrieben. Aber Hausaufgaben habe ich nie gemacht. Same. Von mir. Was habe ich euch weggenommen? Gar nichts. Ich habe euch Sachen gegeben. Aber sag nicht mal was. Jimmy, komm, ach. Stell dir vor, so ein 12-Jähriger. Muss ich mir aber jetzt noch so eine Wenn wirklich ein 12-Jähriger da sitzt und das so sagen würde, Junge. Wäre schon geil. Wäre schon geil. Jeder von uns muss sich eine Linie ziehen, wo für ihn eine Grenze der Toleranz erreicht ist.
Ist aber wirklich ein starkes Statement. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist zehnmal besser als jedes YouTuber-Statement. Kann man nicht anders sagen. Da bleiben keine Fragen offen auch. Nein, also, richtig. Es ist alles beantwortet. Wirklich, es bleiben wirklich keine Fragen offen. Und wenn du doch noch eine Frage hast, dann ist die Antwort M. Ganz einfach. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Uwe! Man sieht Essen kommen! Spaghetti! Leckere Nudeln! Für die ganze Familie! Junge! Ich schwör, Autotune kommt so geil auf manchen Sachen. Ich vermisse die Ludolfs richtig, Alter. Aber ich das kannst du halt wirklich nicht auf alles draufklatschen. So. Aber auf die Ludolfs schon, Digga, auf jeden Fall. Ja, weil er halt Töne hat. Also war ja schon. Ja, selbstverständlich. Aber was halt geil ist, das haben wir bei Dead Adam manchmal gemacht. So manche Vogelgesänge oder so uns gedownloadet und dann auf die Vogelgesänge. Oh. Da kommen so kranke Sachen bei raus. Dope. Oder halt einfach, stell dir mal vor, du hast einen Beat, der nur aus Ludolfs Vocals besteht mit Autotune drauf. Wenn er jetzt noch dieses lange Uwe machen sollte, dass ich mich jetzt dafür schämen. Ich schwör's dir, morgen soll das wieder passieren. Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Ganz klar. Digga, was ist eigentlich mit Manuels diesen Schulmemes los, Junge? Geht nur um Hausaufgaben und Endabschlussnoten. Oh, Junge. Ja. Ey, ich verstehe dich. Ich raff's auch nicht. Hä? Ich weiß es nicht. Wieder dieses ungeschminktmäßige? Ich check's null. Hä? Weil vor allen Dingen, also, wird die so aussehen, könnte ich es ja noch nachvollziehen, aber. Aber ist ja nicht so. Ist ja eben nicht so, ne? Ja. Finde, ja. Keine Ahnung. Also ich verstehe es 100%. Alle, was ist das? Ist die Tag der offenen Tür oder was? Ich spreche dir gleich deine Nase, mach Schmack. Das ist der beste Backlauer der Welt. Darum ging der ganze Scheiß. Das ist dann so, dann kriege ich so Heimatgefühle. War zwar noch nie in der Heimat, aber so. Ich denke, ich werde zu Hause. Dieses Meme, Digga, ist so. Ich gebe mir einen schönen. Geisteskrank overused. Es ist zu wild. Ich finde, Xatar hat wirklich echt. Also, der ist einfach eine Kunstperson. Weißt du, was ich meine? Der ist viel Meme-Möglichkeit. Ja, ja, komplett eigener Vibe. Der ist ein richtiger Charakter, genau. Charakter ist das Wort, ja, genau. Was läuft? Richtig krass. Halt deine Fresse, du. Das ist so übertrieben, diese Granatenwerfer, Alter! Wo haben die eine Bazooka her, Junge? Überleg mal! Du kommst zu einem Videodreh mit einer Bazooka, Digga! Das ist nicht Fortnite! Stellt euch vor, wie das so geplant wurde. Er ruft ihn so an, so, yo, Bro, ja, wir drehen ja heute das Video. Kannst du vielleicht deine Bazooka mit. Und er, ja, safe, bring ich meine Bazooka mit nach Offenbach. Ich bin hier im fettesten Hotel von Dubai, Royal Meridian. Gut, wir haben natürlich noch einen lustigen Part 2. Wir müssen ja irgendwo gucken, dass wir hier auf den Content kommen. Richtig. Junge. Digga. Ist unübertrefflich. Ladies and Gentlemen. Oh, Junge. Junge. Ich hab's nicht gecheckt. Nochmal. Ah. Oh. Ladies and Gentlemen. Oh. We got him. Ja, Größe nice. 35 oder so ist doch sack wenig, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich kenne auch Frauen, die haben sowas. Die sind aber auch nicht 13. Aber, wirklich, ja, wirklich. Ja, Mann, kennt ihr auch, wenn Gehalt kommt, dieses Relatable-Meme? Wir sind alle drei die falschen Kandidaten. Ganz genau, ganz genau. Oh, jetzt schon wieder. Was ist das? Mann, was soll denn das, Alter? Ich verstehe das nicht. Die Memes nicht, oder was? Egal. Der war unerwartet. Stark. Das ist so ich. Das ist Digga, so ich. Ich lasse mir von Leuten aus der Politik niemals mehr sagen, dass es albern ist, was ich mache, wenn ich so aufnehme. Ja, ist so. Da habe ich mir
heute was ganz Spezielles einfallen. Und zwar. Rezo, Meinung? Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen will. Rezo, elaborate. Hallo. Das ist Real Talk so. Ey, ich hab nicht mehr das Gefühl, dass wir noch wirklich viele Gangster in diesem Land haben. Oh shit, morgen Artikel wieder. Ich distanziere mich von Ich sag da auch nicht zu. Ich hab großen Respekt. Rezo, hör auf jetzt. Aber es gibt schon einige, die so mit Großfamilien hängen und so. Und ich glaube, da gibt's schon so shady Business. Erstmal einen Schluck Sojamilch, um das zu entkräften. Knossi ist ein cooler Typ. Ich mag den. Ich hab nichts gegen Knossi, aber ich muss da nicht hin. Ich muss da nicht hin zu dem, Alter. Was soll ich denn da mit dem sitzen? Was soll ich denn da reden mit dem? Ich krieg so immer so Macken, so schreit rum. Wenn er mich einmal so anfassen würde, wie er da Dings Bushido, ich würde den Tod schlagen vor seiner Kamera. Das war auch eine echt seltsame Szene, Alter. Ich hab's auch nicht verstanden. Der Busfahrer, das macht ja kein Busfahrer, fährt ja keiner einfach vor dir weg. Der kommt ja jetzt gerade 30 Sekunden zu spät angelaufen und mein Fahrplan muss eingehalten werden. Ja, aber dann winkst du dem doch nicht. Nee. So, mit so Side-Eye und tust so, als ob du den nicht gesehen hättest. Ja. Und du machst so Scheibenwischerlage an, damit er voller Wasser wird, genau. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Wieso? Ich sehe immer noch eine Aussprache zwischen dir und ihm. Auf was ganz Gar nichts. Wir werfen einfach irgendein Thema in den Raum. Und ich bin mir sicher, ihr arbeitet euch beide richtig geil daran ab. Welche Gesetze hast du schon gebrochen? Hausfriedensbruch, Bedrohung, Brandstiftung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, okay. Waffenbesitz, schwerer Waffenbesitz, okay. Kriegswaffenkontrollgesetz. Mit einer Bazooka. Er war auch bei dem Dreh dabei mit der Spielzeugbazooka, deswegen Kriegswaffenkontrollgesetz. Aber das Ding ist, wir dürfen jetzt nicht über ihn lachen, weil vielleicht hat er das wirklich alles gemacht, dann sind wir morgen tot. Ey, wenn er das alles gemacht hätte, glaubst du, der wird da jetzt so sitzen? Glaubst du wirklich, wenn er das alles so durchgezogen hätte, wird er einfach jetzt sitzen? Deswegen hat er eine Maske auf. Das kann man gar nicht identifizieren. Das ist... Wer ist das überhaupt? Ja, klar. Der ist safe, Junge. Der ist safe. Wir können nicht reden, weil du nicht meinen Status hast. Verstehe ich nicht. Ja, hat uns super gefallen. Also war absolut... Nices Intermezzo an der Stelle hier, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben gelacht, wir haben philosophiert, wir haben geredet, wir haben auch ein bisschen geschmunzelt tatsächlich zwischendurch. Es sind wieder Schüsse gefallen, aber wir können ja gar nicht schießen, weil wir noch nie gegen das Kriegswaffengesetz verstoßen haben. Von daher sind wir safe. Leute, das war's. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Alter, du bist so ein guter YouTuber. Zu allen und es ist alles etwas. Und schaut doch mal bei Ju vorbei. Ja, mach das doch mal. Geh doch mal mega. Ja, Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Checkt gerne die Kanäle aus, folgt uns auf Twitch rein. Rezo streamt auch auf Twitch, ne? Nee. Ja, mach mal. Ich würde sagen, das war's an der Stelle. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye und bye. Ciao. Tschüss. Ich klatsche. Genug geklatscht.